Das Trio ist komplett. In dieser Folge werden sich Quax und Felori in der dritten Entwicklungsstufe zeigen und wir kommen endlich in dem Örtchen Azarilla an. Episode 33 – Tänzer in der Azarilla-Grotte. Weiter geht's. Wir stehen jetzt hier vor der, wie hieß sie nochmal, die Höhle? Azarilla. Du weißt aber die Ortschaft, die wir als nächstes besuchen. Okay, da wird uns jetzt schon ein Pokémon angreifen. So, wie beginnen wir denn hier? Level 39. Wir tasten uns mal ein bisschen vor. Ich will meine Starter endlich entwickeln. Deswegen muss ich die jetzt mal ein bisschen boosten. Und halt auch mal in den Kampf bitten. Ich kann ja hier nicht einfach immer so das einfach stehen lassen. Wir nehmen mal. Ja. Skelocroc. Also ich glaube, die Kämpfe werden hier relativ kurz. Wie macht man das am besten? Wie habt ihr eure Pokémon immer gelevelt? Habt ihr immer einfach ein starkes mitgenommen, was dann dementsprechend gut vorangeht? Oder wie habt ihr das gemacht? Ja, lass uns erstmal das Pokémon so ein bisschen einäschern noch. Ist nicht sehr effektiv, muss es auch nicht. Ich will es einfach nur fangen. So, haben wir noch hier einen Finsterball? Hier drüben haben wir noch. Tada. Ja, ihr habt gesehen, ich habe mich so ein bisschen angepasst. Ich hatte irgendwie keinen Bock mehr auf die andere Frisur. Generell würde ich auch gerne außerhalb des Spiels meine andere Frisur haben, aber irgendwie weiß ich nicht, ich bin zu faul dazu, irgendwie was zu kreieren, zu gucken, was möglich ist und so weiter. Gerade jetzt so zur Weihnachtszeit. Hier diesen, den Haarschnitt, den habe ich jetzt schon so lange. Ich hätte eigentlich Bock, das auch so ein bisschen zerzauselt zu machen, aber weiß nicht, ob das wirklich mit der Haarstruktur hier alles möglich ist. Aber gut, wenigstens sieht mein Trainer gut aus. Alles klar, sehr effektiv. Ja, wir kämpfen gegen den Wuffels. Ne, Wuffels haben wir aber schon. Ich will jetzt rein in die Höhle und das Bierspenst eben mal noch mitnehmen. Ba, 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 ba. Okay, lasst uns kurz Fuentente hochheilen und Skelocroc. Dann mal gucken, was hier so auf uns wartet. Malung haben wir auch noch nicht. Also ein paar Pokémon müssen wir fangen, ein bisschen müssen wir kämpfen und dann können wir aus der Höhle auch schon wieder raus. Molung Level 14? Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da können wir ja dann auch einen Nestball nehmen. Level 14? Wie kommt das denn hier hin? Muss das so sein oder ist das ein Fehler? Ich hätte die Höhle jetzt generell so auf Ende 30, Anfang 40 geschätzt. Aber dem ist scheinbar nicht so. Dann bleibt drin und wir können direkt zum Trainer vielleicht weitergehen. Jawohl. Molung auch ab in die Box. So, es wird, es wird. So, das Pokémon haben wir. Das ist ein Molung. Lavita haben wir auch. Meditier haben wir. Haben wir Meditier? Meditier haben wir noch nicht. Das können wir dann schon mal mit einsammeln. Da, 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 da. Meine Ente ist noch vergiftet. Sehr gut. Turmkick. Ah, es hat aber die Attacke verfehlt. Oh nein, jetzt ist es kaputt gegangen. Wir konnten es nicht fangen. Raphex haben wir. Meditier gibt es ja, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter oben. Aber in der Form haben wir Dingsbums noch nicht. Raphex. Heißt doch Raphex, ne? So war doch dein Name. Okay. Es
interessiert sich überhaupt nicht für uns. Es scheint so, als würden hier auch mehrere Menschen vielleicht durch diese Höhle laufen, dass die Pokémon hier so zutraulich sind. Also sie fühlen sich so gar nicht gestört irgendwie. Oh, hier läuft schon das Wasser runter. Sollten uns also vielleicht auch nicht ganz so lange hier in dieser Höhle aufhalten. Meditier können wir später noch fangen. Oh, ich sehe deine Zukunft. Jetzt wird's interessant. Soll ich dir vorher sagen, ob du es aus dieser Höhle schaffen wirst oder nicht? Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Nathaniel. Elektroball. Oh ja, da bin ich ja mit meiner Ente echt richtig mies dabei. Dann nehmen wir mal lieber Lucario mit rein. Ich habe einige Folgen jetzt für euch vorproduziert. Hab aber jetzt aktuell so ein bisschen das Problem, dass teilweise YouTube die Facecam ziemlich heftig runter reduziert von der Qualität. Also Aufnahme ist gestochen scharf, die Facecam, nachdem ich es gerendert habe, ist auch gestochen scharf. Aber irgendwie, sobald ich es hochgeladen habe, sind da ab und an mal so ein paar Schlieren. Ich weiß auch wirklich, wie gesagt, nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt auch schon probiert, irgendwie das aufzupolieren und die Aufnahmen als 4K zu rendern, aber dann macht Adobe irgendwie ein Problem. Es ist gerade irgendwie so ein bisschen der Wurm drin und es ärgert mich einfach, weil ich habe dadurch jetzt schon wieder fast einen halben Tag verloren an einem Wochenende und das ist echt ärgerlich. Das ist einfach goldene Zeit. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Hundemon. Terra-kristallisiertes Hundemon. Ja komm, lass mal gucken. So ein paar Terra-Sachen müssen wir ja mitnehmen. Wir haben schon lange keinen Raid mehr gemacht und sowas. Kein Terra-Kristall mehr aufgesucht, kein Pokémon mehr bekämpft, das irgendwie Terra-kristallisiert ist. Bleibt wahrhaftig so ein bisschen auf der Strecke, wenn man die Story effektiv verfolgen möchte. Aber gut. Yo. Ja, das ist nicht sehr effektiv, aber aufgrund von dem Levelunterschied haut's doch ganz schön rein. Wirkungslos. Ich hab. Ah, doch hier. Skillocorg mit Biss, klar, logisch. Geist-Pokémon bekämpfen wir mit Unlicht. Spukball. No. Auch ordentlich. Sehr effektiv. Müssen uns hier ein bisschen aufpassen. Boah, und nochmal Tiefschlag. Das war's für Skillocrog. Heftig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dieses Pokémon uns so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Feliospa. Komm, mach jetzt. Yo. Sehr gut. Raus aus der Terra-Kristallisierung. Und komm. Lass es uns fangen. Wir könnten dieses Pokémon sehr gut gebrauchen. Oh nein. Nochmal Spukball. Feliospa ist weg. Oh, verdammt. Jetzt wird's eng. Probieren es nochmal mit einem Finsterball. Vielleicht habe ich ja Glück. Komm, bleib drin. Bitte. Jawohl. Sehr gut. Okay. Soll eine bekannte Attacke durch Zwango ersetzt werden? Was ist Zwango? Hab ich noch nie gehört.
Anwender tanzt zu einem seltsamen Rhythmus und zwingt das Ziel mitzumachen. Dieses nimmt dabei die Fähigkeit des Anwenders an. Okay. Klingt jetzt nicht so ganz begeistert, aber ich, wie gesagt, im Competitive-Bereich weiß ich noch überhaupt nichts. Da bin ich innerhalb der Community mit Radex wirklich dran. Ah, oh, Nanu, Fuentensia entwickelt sich. Hey, und? Was wirst du? Was? What? Was? Bailando. Mhm. Mit einem einzigen Tritt kann es Lastwagen umwerfen. Es nutzt seine kräftigen Beine, um Tänzer aus fernen Ländern aufzuführen. Wow. Du bist... Nee, gefällt's mir nicht. Ja, lern mal Wogentanz. Wogentanz, das ist jetzt diese spezielle Attacke, Aquaknarre dann dafür raus. Oh. Ach Quax, was haben sie aus dir gemacht, Mann? Was haben sie aus dir gemacht? Du hättest so ein cooles Pokémon werden können. Ach wow, oh Gott, siehst. Also, kommentiert bitte, wenn ihr es anders seht, aber ich finde es nicht gelungen. Definitiv nicht gelungen. Also wie schlimm kann man ein Pokémon gestalten und dann das... Also ein Tänzer hätte man jetzt auch anders machen können. Ganz ehrlich, also naja. Like, es gab halt wirklich viele verschiedene coole Fan-Artworks, aber sie haben es tatsächlich... Und das zappelt jetzt die ganze Zeit. Es steht gar nicht still oder so. Dann lass wenigstens Wogentanz gut aussehen. Wenn es überlebt. Da. Okay. Das andere ist ja eigentlich ganz cool. Also mit den Dingern da hinten dran. Aber das... Boah. Nee, das könnte ich mir echt nicht antun. Wirklich nicht. Das könnte ich mir echt gar nicht antun. Wenn ich das jetzt jedes Mal sehen müsste... Ne, wär direkt raus. Gut, dass wir uns für Krokel entschieden haben. Aber hätte ich jetzt Quax als Starter genommen... Ich schwöre euch, es wäre spätestens jetzt aus dem Team geflogen. Das geht ja gar nicht. Kaumalat fehlt uns noch übrigens. Haben wir doch auch hier irgendwo gesehen, oder? Das lief doch auch hier rum. Zubiris. Oh, da, Trainerkampf. Ah, da ist Kaumalat. Sehr gut. Da. Ja, wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen unsere Pokémon hochheilen. Ich glaube, einfacher und schneller geht es gerade über den Beutel, die Belebe einzusetzen. Da bist du. Ach, ups, sorry. Fiospa. Maskagato, gut, haben wir ja dann jetzt schon gesehen bei Nemila. So. Jawohl. Ziehen wir hoch. Und auch das. Jetzt setzen wir gerade mal noch schnell einen. Gegengift. Oder Hyperheiler, geht auch, ja. Hyperheiler ein. Und dann wird es auch mal an der Zeit, dass ich mal noch Items verteile. Bin ich ein schlechter Pokémon-Trainer? Also ihr wisst, was ich meine? Hier diese ganzen Items. Na, wo sind sie denn? Hier das Ganze, wie hier unten die gezinkter Würfel beispielsweise.
Können wir beispielsweise jetzt Pamamo geben. Neutralschmuck und sowas, das müssen wir wirklich mal... Wenn wir das Team halt so ein bisschen final ist, müssten wir es im Endeffekt dann mal ein bisschen verteilen. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, dass wir auch Mascagato schnell bekommen und nicht noch großartig leveln müssen. Komm, machen wir jetzt gerade mal. Gehen jetzt hier gerade einfach mal rein und geben ihm schnell mal eben noch das Bonbon, damit sich das schnell noch entwickeln kann. Ich will es raus haben hier. Ich mag es nicht, so viele Starter in meinem Team zu haben. So, zack. Sehr schön. Mascagato. Pflanze Unlicht. Es erweckt den Eindruck, als würde seine Blume schweben, indem es ihr Stiel mit der Reflexion des Fells an der Innenseite seines Mantels tarnt. Da, da, da. Okay. Blumentrick. Ja, die Attacke haben wir schon gesehen. Das war das hier mit den, mit den Scheinwerfern und so. Okay. 1, 2 und schwupp. Blumentrick erlernt. So, wir gehen aber jetzt mit den Pokémon noch eben hier komplett durch. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Pamo. Nach vorne. Zubiris müssen wir noch fangen. Ich wusste gar nicht, dass es Reit-Pokémon gibt, dass die es so mit steilen Hängen aufnehmen können. Ja, kannst du mal sehen. Drachenprofi Isabel. Ich hab's euch gesagt, sie hat definitiv Drachen-Pokémon dabei. Drachenprofis wollte ich gerade sagen. Pamamo regelt das schon. Oh. Der ist aber noch so gut hier. Was haben wir denn? Wir haben aber jetzt auch keinen Drachentod mit dabei, ist das Problem. Hihihi. Das habe ich wohl ein bisschen verkackt. Drachenklaue, ja. Wird Pamamo sehr heftig treffen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe gar nichts irgendwie dabei, was gut dagegen ist. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch vercheckt. Nehmen wir mal das Gelokroc. Vielleicht kommen wir dann gut über den Kampf. Das Gelokroc würde ich eigentlich schon fast gerne mit einem Drachenterra-Typen haben. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da irgendwie Bock drauf. Versuchen uns jetzt hier mal wirklich im wahrsten Sinn des Wortes durchzubeißen. Zen-Kopfstoß. Boah, und sie hat noch zwei weitere Drachen-Pokémon dabei. Also, solange es jetzt so weitergeht, ist ja alles in Ordnung. Also wie gesagt, kommt nochmal auf das Thema Adobe und YouTube zu kommen. Das Problem ist eigentlich eher... Wartet. Viscargot, es war aber... Na, es sind alles Drachen-Pokémon. Ich habe Pokémon-Legenden Arceus Anfang des Jahres immer in 4K hochgeladen. Das ging auch ohne Probleme. Und irgendwie kann... Geht das bei Pokémon Karmesin irgendwie nicht. Also es geht dabei ja vielmehr erstmal um die Auflösung, aber Adobe bricht da immer und immer wieder ab. Ich verstehe nicht, warum. Oh, das wird jetzt heftig. Ich bin da echt noch dran im Überlegen. Also, mein PC ist jetzt auch schon ein bisschen was älter. Klar, der ist von 2016. Also jetzt auch nicht mehr die neueste Kiste, klar. Aber Maxax, was ist das denn? Okay, weiterkämpfen. Aber es läuft halt alles. Es funktioniert alles, bis halt auf diese Videobearbeitung, wo ich halt auch fast davon ausgehe,
dass es nicht an meinem Computer liegt. Also Grafikkarte, klar, könnte besser sein. Aber wenn ich die erneuere, dann muss ich im Endeffekt Mainboard und Prozessor auch noch neu dazu holen. Und dann macht es eigentlich schon gar keinen Sinn, weil die Grafikkarten, ich glaube, ich brauche euch nicht sagen, wie teuer momentan Grafikkarten sind. Das ist ja unberechenbar. Die, die ich mir jetzt rausgesucht habe, würde 550 kosten. Das ist die Nvidia GTX, glaube ich, 3080 oder irgendwie sowas. Von daher, nein. Es ist halt echt nicht ohne. Es ist gerade nicht so ganz einfach. Ich bin echt am Überlegen, vielleicht mir einen neuen PC zu holen. Mein 2016, wie gesagt, ist jetzt auch schon ein bisschen was her. Kaum Alat holen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt. Ich müsste... Was? Ich müsste jetzt erstmal hier raus und meine Pokémon heilen. So, wir haben aber hier auch noch einen Trainer. Puh, nur noch ein Stückchen. Ja, Gott sei Dank. Boah, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Wie das einfach da so aufploppt. Aber... Ah, ich weiß nicht. Ich bin so zwiegespalten. Weil ein neuer PC würde auch in der Anschaffung einiges kosten. Also, den ich mir jetzt rausgesucht habe, mal eben 1300 Euro. Die sehe ich ehrlich gesagt nicht ein zu bezahlen. Weil es funktioniert ja alles. Ich kann Videos machen, sie sind qualitativ hochwertig. Allem drum und dran. Also, es muss sich ja auch irgendwo dann rentieren. Und ich finde, es rentiert sich aktuell noch nicht so. Ach, ich bin nur ein Trottel. Lucario wollte ich nehmen. Vor dem ganzen Gequatsche schon vergessen, mein richtiges Pokémon zu wählen. Das ist halt so aktuell das Thema. Streams funktionieren, Internet läuft, also es macht eigentlich gar keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn. Ich würde es ja jetzt auch noch verstanden, wenn die Renderzeiten der Videos halt wirklich ins Unermessliche gehen, also 2,5 Stunden oder sowas, dann würde ich sagen, okay, Leute, nein. Das muss jetzt nicht sein, aber dem ist nicht so. Also die Videos sind im Schnitt ungefähr 30 bis 35 Minuten fertig, je nach Länge, klar. Aber könnten mir ja vielleicht einfach mal ein bisschen was in die Kommentare schreiben, irgendwas aufmunterndes, ich weiß es nicht. Es nervt mich jedenfalls, dass die Facecam so ein bisschen schwierig zieht manchmal. Vielleicht ist es euch noch gar nicht aufgefallen, aber es ist leider so. Ba, 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 ba. Dreimal getroffen. Luxstar wurde besiegt. Backpacker Jeremy ist auch besiegt dadurch. Okay, kommen wir jetzt hier langsam zum Ende? Waren das alle Trainer? Oh nee, da unten habe ich noch vereinzelt ein paar stehen. Da ist auch noch einer. Da haben wir noch ein Item. Oh, hier ist noch ein Item. So. Wir gehen aber trotzdem gerade schon mal hier raus. Wie sieht das Wetter heute aus? Ich glaube, wenn du die Höhle verlassen würdest, würdest du es eher sehen. Aber ich will jetzt erstmal hier zur nächsten Ortschaft. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Sieh dir diese Muckis an. Später, Bro. Ich muss jetzt erstmal hier in die Stadt. Was haben wir denn hier für ein interessantes Örtchen? Azarilla. Okay, also wirklich was komplett anderes, als wir bisher eigentlich kennengelernt haben. Nicht schlecht, gefällt mir gut. Starter kommen wie gesagt raus. Die anderen Pokémon sollte ich jetzt vielleicht mal langsam anfangen zu trainieren. Mal Klippe wieder mit reinnehmen und sowas. Okay, was haben wir hier? Also mosaikmäßig. Mit den Tellern und so. Voll cool.
Ach, hier haben wir es doch auch. Das ist doch dieses, mir fällt es gerade nicht ein, was aus Floink wird oder so. Okay, cooler Style. Was haben wir hier? Oh, das kenne ich aber auch nicht. Auch neues Pokémon, oder was? Also ich kenne auch nicht alle Pokémon in- und auswendig von den Generationen. Das gerade mal dazu gesagt. Oh, nee. Wie cool ist das denn bitte? Wie cool ist das denn bitte? Wenn ihr die alten Spiele kennt, dann wisst ihr, worauf ich hinaus will. Oh mein Gott, wie cool. Die ganz alten Pokémon-Designs hier in dem Boden mit drin. Richtiges Nostalgiegefühl gerade. Geht's hier hoch zur Arena oder was ist hier oben? Ah, hier ist das Kampffeld, okay. Oh. Also kannst du mir doch sagen, was du willst. Sie hat doch irgendwas mit diesen Firmen hier auf sich. Irgendwas passiert doch da. Okay, wir haben Nugget. Ja, doch. Also ist ein kleines, nettes Städtchen. Hier ist der, die Arena. Haben wir hier auch wieder irgendwelche Besonderheiten? Oh, hier gibt es ja noch einen Pool. Hier haben wir noch ein Item. Der steht hier ganz cool und lässig, aber alleine. Wahrscheinlich sein Haus. Wir haben hier ein paar Fressbuden. Ich gehe jetzt gerade mal auf die Karte und wir gucken gerade mal so. Oh, ein paar Fressbuden. Ich korrigiere. Eine Fressbude gibt es hier an der Zahl. Aber da oben scheint es auch noch irgendwas Interessantes zu geben. Gehen wir gerade mal hier noch raus. Südliche Zone 6. Neue Pokémon habe ich bis jetzt mal noch nicht gesehen. Hallo? Oh, hier, Wolverock. Wolverock in der Tagesform. Oh, dieses Straußending. Hier dieses, ihr wisst schon, mir fällt der Name gerade nicht ein. Jalapeno. Oh, Entwicklung von Mickrig. Ja, cool. Okay, wir haben hier ein paar neue Pokémon, aber gar nicht so viele. Gut, das Gebiet ist ja jetzt hier auch am Rand nicht so groß. Ich gehe trotzdem mal noch ein bisschen weiter oben. Ein Raffel. Hier gerade noch ein bisschen neugierig. Ich muss gerade noch ein bisschen auskundschaften hier. Und hier oben sind noch ein paar Pokémon-Trainer. Okay. Tja, ich glaube, dann komme ich jetzt so langsam an den Punkt, wo ich jetzt mal überlegen sollte, welche Pokémon ich final in mein Team lege. Und welche eben nicht. Jetzt geht's hier aber los. Oh, ein Donphan. Wie geil ist hier den Berg runtergerollt. Kommt ein Flamara. Die Weiterentwicklung von Mehikel. Was haben wir noch Schönes? Die Weiten des Ozeans. Und da können wir... Wir können auf unser Haus... Das ist unser Haus, oder? Ich bin jetzt hier... Wir stehen jetzt quasi in diese Richtung. Und da ist unser Zuhause. Wir können wirklich, wenn man jetzt ganz unten rechts schaut, so ungefähr mittig vom Bildschirm, kann man das Grundstück sehen, wo unser Haus draufsteht. Cool. Riffex, Meditier und die Entwicklung. Wow. Okay, wir haben einiges zu tun hier noch in dem Gebiet. Aleria. Ich will jetzt hier aber gerade noch die Spitze erklimmen. damit ich hier in Ruhe wieder in den Ort gehen kann.
Komm, hier schreit's doch schon nach irgendwas Besonderem. Ist hier jetzt doch so bestimmt diesen mega Wasserfall, der jetzt komplett nach unten geht. Ja. Okay, nice. So. Gigastoß. Ja, cool. Boah, er geht hier halt komplett. Ist das die höchste Stelle von Paldea? Nein, der Schneegipfel. Na, logisch, ist die höchste Stelle. Aber das, was ich sehe, gefällt mir definitiv. Wir gehen aber jetzt erstmal wieder zurück in die Ortschaft. Wollen hier mal noch gucken. Auskundschaften. In der Höhle haben wir noch einiges zu tun. Und ich begebe mich jetzt einfach mal daran, wie das Team dann langsam so zum Finale aussieht. Hier sind wir auch noch nicht quer eingelaufen. Oh, sehr geil. Okay, ihr seht, es könnte vielleicht sogar helfen, das Team aufzubauen. Wir haben jetzt viel rumexperimentiert, viel ausprobiert. Oh, Multipod. Heißt das so? Das hieß so, ne? Fatalité. Aber die Entwicklung davon heißt so. Die Entwicklung davon heißt so. Sammeln wir auch noch einen. Keine Angst. Gott, hier sind so viele verschiedene Eindrücke. Ach, und das ist Pokémon, was wir noch nicht kennen. Also in diesem Gebiet hier werden wir einige Pokémon fangen, bevor es weitergeht. Und dann will ich mal gucken, welches Team ich jetzt aufstellen werde für den nächsten Arena-Leiter. Beziehungsweise Arena-Leiterin. Denn hier werden wir dann weitermachen. Ich bin gespannt, welche Pokémon sie einsetzen wird. Sind wir vom Level her so in dem Bereich? Und ich muss jetzt ein bisschen an meinem Team feilen und ein bisschen leveln vielleicht noch. Aber wir haben noch einige Trainer unten in der Höhle. Da können wir das Training noch mitnehmen. Auf dem Weg nach Azarilla haben wir noch einige Pokémon-Trainer gesehen. Also definitiv wird es die nächsten Folgen hier auch nicht langweilig werden. Also dann, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Pokémon Karmesin.